Sehr geehrte Damen und Herren, bitte stellen Sie sofort die Arbeit ein. Wir haben schneefrei. Das ist perfekt, Johannes. Schneefrei ist der neue DLC bzw. ein Update zu Rocket League. Ist gestern am 14. Dezember 2015 erschienen. Und man sieht schon, es gibt eine Eisarena und einen Puck. Ja, also Eishockey in Rocket League. Normalerweise spielt man hier ja mit einem Fußball und Autos, dieser passenden Kombination. Und jetzt mit einem Puck und Autos. Und du hast es schon ein bisschen ausprobiert, Mirko, und erklärst mir jetzt, wie das funktioniert. Macht das Spaß? Das macht mega viel Spaß. Also zuerst mal, wie spielt man das? Ganz einfach, bevor man ein Online-Match startet, gibt es jetzt eine neue Playlist. Die hat die alte Mutatoren-Playlist ersetzt. Also einfach auf schneefrei im Hauptmenü klicken und dann geht's los. Und ja, es ist eine Arena, immer die gleiche. Und der Ball ist ein Puck. Und das Schwierige daran ist, ein Puck verhält sich natürlich anders als ein Fußball. Der gleitet an der Wand lang, der ist relativ flott. Du hast es auch gemerkt, wir haben es vorhin gespielt. Und man rutscht ein bisschen mit dem Auto und das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Wobei man gar nicht so viel rutscht, wie ich mir vorher gedacht hätte, jetzt so eishockeymäßig, sondern man kann das schon noch gut kontrollieren. Aber vor allen Dingen dieser Puck, der sich wirklich anders verhält, ist die Herausforderung. Das Ding ist für alle Rocket League-Spieler kostenlos, oder? Das ist ein komplett kostenloses Update, enthält zusätzlich noch 7 Items, die man freischalten kann, wenn man ein Level abkommt. Das ist zum Beispiel eine Zuckerstange und du hattest, glaube ich, vorhin so ein... Ich hatte ein Rentiergeweih von, wie heißt der, Blitzer oder was? Ich kenne die Rentiere vom Weihnachtsmann leider nicht auswendig. Ich auch nicht. Bitte belehrt uns in den Kommentaren. Aber genau, auf jeden Fall gibt es so weihnachtliche Verzierungen für unsere Autos. Genau, es gibt noch eine Raketenspur, Antennen und so weiter und so fort, was man eigentlich von Rocket League schon kennt. Das Ding ist, das Update, diese Playlist, die läuft nur bis zum 4. Januar 2016 im Hauptmenü. Dann wird sie wieder ausgetauscht und die Items, wenn man die bis dahin nicht freigeschaltet hat, dann werden die erstmal wieder pausiert. Dann hat man irgendwann 2016 erst wieder die Chance, die zu bekommen. Also sollten wir jetzt wirklich ganz doll die Daumen drücken, dass ganz viel Schnee fällt und wir wirklich schneefrei bekommen, damit wir ganz viel schneefrei bei Rocket League spielen sollten können. Also ich muss persönlich sagen, ich finde seit, also es ist das beste Update, was bisher rausgekommen ist, einfach weil es was vollkommen Neues ist. Und man sieht hier übrigens gleich schon ein krasses Tor, was mir durch Zufall gelungen ist. Da sieht man auch, wie sich der Puck nämlich verhält. Der rutscht ja so an der Bande entlang. Aber wir sind uns ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt ein Bug ist, weil er fällt eigentlich ja schon irgendwann runter, normalerweise. Nur in diesem Fall nicht. Ja, normalerweise. Deswegen, wenn man noch weiter rede. Die Schwerkraft sollte eigentlich hier greifen und ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist lustig. Das ist halt ein fantastisches Tor. Naja, aber es gibt auf jeden Fall ein wirklich neues Spielgefühl. Ist umsonst, macht Spaß, verbreitet weihnachtliche Stimmung und das brauchen wir alle. Und solange draußen kein echter Schnee liegt und kein echtes Eis da ist zum Eishockeyfahren, ist das doch perfekt für die Einstimmung auf den Winter. Das ist ein perfektes Schlusswort, Johannes. Ich würde sagen, viel Spaß beim schneefrei Ausprobieren in Rocket League und bis zum nächsten Mal. Ciao.